Seid gegrüßt, Kinder der Nacht, hier ist wieder das Wehrschaf. Ich freue mich, euch wieder in Trakensang am Fluss der Zeit begrüßen zu dürfen und irgendwie stehen unsere Leute hier gerade etwas anders durch die Gegend und ich stelle gerade fest, dass Sashida richtig blaue Augen hat. Und ja, wir wollen uns jetzt natürlich hier weiter in diese Ruine ein wenig die Zeit vertreiben. Wir wollten eigentlich die Treppe runtergehen, das brauchen wir aber nicht mehr. Weil dort unten ist nichts, das weiß ich, das sagt mein Gespür mir. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir die drei Drehsteine einsetzen können. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir einen vierten noch brauchen, weil ich glaube, da war irgendwas mit einer Säule von vier. Aber, Entschuldigung, kleiner Frosch im Hals. Aber ich habe bis jetzt zuerst mal drei und ich weiß bis jetzt auch noch nicht, wo der vierte gegebenenfalls sein könnte. Deswegen, ach, da. Ich vermute, dass die Amazonen so etwas haben. Ich glaube, wir dürfen uns dann gleich nochmal mit ein paar Amazonen kloppen, weil die werden dann wahrscheinlich diesen vierten Drehstein haben. So, komm. Du darfst Armatrotz raushauen. Du genauso, weil ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt hier gleich wieder bekibbeln dürfen. So. Komm, du gehst auch nach vorne. Da, 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 da. Hallo, Mädels! Halt, du da, was hast du hier zu suchen? Die dunkle Göttin ruft nur Kämpferinnen. Oh, das ist sogar die Anführerin. Hallo, bin ich keine Kämpferin? Gut, okay, ich bin Magierin, aber ich kann auch mit ein Stückchen draufhauen. Dunkle Göttin? Ich bin aber aus einem anderen Grund hier. Vergeude nicht unsere Zeit. Oder willst du meinen Zorn wecken? Erklär dich. Die Elfen sagen, ich könnte hier ein Heilmittel für meinen kranken Freund finden. Elfen? Ihre Wächter waren stark und mutig. Sie lieferten einen guten Kampf. Wie steht es mit dir? Ich werde euch nun zeigen, was ich von eurem Mord an den Elfen halte. Ja. Auch du wirst uns nicht aufhalten. Deine Bestimmung ist es, ebenfalls im Kampf der dunklen Göttin geopfert zu werden. Schwestern, Angriff! Juhu, wir haben wieder einen Angriff mit ein paar Amazonen vor uns. So, wir haben hier die Anführerin. Und, ja, das heißt, wir haben jetzt hier gleich fünf Amazonen vor uns. Na? Und ich glaube, wir kümmern uns auch erstmal um die Anführerin. Die wird wahrscheinlich die haarigste werden, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und ein bisschen Sternenstaub. Und du darfst hier ein, ich würde mal fast sagen, ein Blitzdichtfind. Das wäre vielleicht ganz sinnig. Und auf in den Kampf. So, ich glaube, das wird wieder hier ein rundenbasierter Kampf. Also sprich, dass wir immer wieder mal anhalten müssen. Weil sonst wird das etwas haarig werden. Weil sie hat hier nämlich schon ihre erste Wunde. Weil sie wird hier natürlich auch von den Amazonen hier angenagt. Zwar, ihr sollt doch hier alle auf Gida drauf gehen. So, und du gehst dann natürlich auch hier mit gezieltem Stich. Und du wirst dich gleich... Ach nee, brauchst du gar nicht. Doch, obwohl... Du versuchst, diese Wunde zu verarzten. Hallo, Faris. Ich hab dir gesagt, gerade Wunde verarzten. Das wäre wesentlich sinniger jetzt gerade, weil nicht, dass sie hier gleich im Dreck liegt. So, sie hat ihren Ignifaxius rausgehauen. Das heißt, sie kann gleich nochmal einen Ignifaxius raushauen. Und die Anführerin sieht auch schon... Nee, sehr schön. Die Anführerin ist auch schon beseitigt. Dann gehen wir mal etwas... Oh, hallo, Mädel. Ja... Ich das gerade laut gesagt. So. Dann gehen wir jetzt auf die hier los. Und wie man sieht, die Anführerin hat gut rausgehauen, weil sie hat vor Grimm auch einiges an Schaden verursacht. So. Und wir gehen jetzt alle auf die hier los. Und Paris, bist du langsam fertig? Ja, du hast die Wunde verarztet. Dann würde ich fast sagen, dass du dann weiter schießen kannst. Genau. So, ihr wisst wahrscheinlich, was ihr tut. Ihr geht hier auf diese Amazone. Komm schon! Na diesmal, also der Kampf, der sieht ja schon besser aus. Also so langsam habt ihr es wohl drauf, wie das Ganze funktioniert. Und dann habt ihr da jetzt noch eine. Die dürft ihr natürlich auch annagen. So, kann man den Kampf aus der Nähe betrachten, während Kuano auf sie hier drauf einschlägt. Ich glaube, gezielter Stich braucht er nicht mehr zu machen, weil sie liegt schon. Und wir haben... die Quest etwas aktualisiert. Dann gucken wir uns auch gleich mal an, wie wir sie aktualisiert haben. Dumm, die dumm, da die unheimliche Ruine.
Löse das Rätsel an der Tür. Mit allen drei Elementen müsste ich das Rätsel an der Tür nun lösen können. An der Tür befindet sich das Buch, welches den Rätselspruch vorgibt. Okay, gut. Das gucken wir uns auch gleich an, nachdem wir natürlich hier erst einmal geguckt haben, ob wir hier irgendetwas dabei haben, was wir verwerten können. Den Säbel brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht mitnehmen, weil brauchen kann ich ihn nicht wirklich. Wobei ich das echt traurig finde, von wegen, was diese Amazonenanführerin zu wenig dabei hat. Naja, egal. So, Hashida, dann mach dich mal auf. Ach, der erste Drehstein ist schon da. Tun wir die erstmal alle drauf und lesen uns dann noch das Buch nochmal durch. Gut, dann können wir die drauf tun. So, jetzt haben wir also alle drauf. Okay, gehen wir etwas näher dran. Da sind hier wirklich also Symbole drauf. Okay, gut. Ich glaube, wir werden das Buch durchlesen müssen, um zu wissen, was wir jetzt für Symbole machen. Also, als die Sonne strahlend aufging, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu folgen und dem Wind zu... um den vertrauten Fluss zu verlassen, um den Wind zu folgen, wohin dieser auch wehen möge. Ja, ist ja sehr schön, dass wir jetzt überlegen müssen, was wir tun. Also, als die Sonne strahlend aufging, beschloss der Kämpfer ohne Namen, den vertrauten Fluss zu verlassen und den Wind zu folgen, wohin dieser auch wehen möge. Gut, dann gucken wir uns jetzt hier die Symbole nochmal an. Geht zurück, Mädel. So, da ist ein Praiusrad. Könnte gegebenenfalls ein Kämpfer sein. Das könnte Wind sein. Soll das eine Sonne darstellen? Keine Ahnung. Wir tun jetzt mal so, als wenn das eine Sonne ist. Nein, natürlich, Praiusrad, Sonne. So, dann hier jetzt Kämpfer wahrscheinlich. Na komm, eins weiter, weil das könnte. Falls Sonne, Kampf, was war das da mit dem Fluss? War das denn Fluss, könnte gegebenenfalls... Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich gucken, was jetzt hier von Fluss ist und was Wind. Na komm, dreh dich noch. Würde ich jetzt fast behaupten. Wir gucken einfach mal. Na komm, eins weiter. Gut, da sich hier nichts tut, ist es dann wahrscheinlich genau umgekehrt. Das heißt, komm, weiter. Ich auch stehen lassen können. Nee, nicht ganz, weil das hier sollte dann Wind sein und dann sollte das da hier Wasser sein. Gut, ist natürlich vollkommen logisch, dass das da Wasser ist, aber naja. Guano, tu deine Pflicht und Schuldigkeit und geh voran. Obwohl, warte, erst einmal trotz raushauen. Einmal. Ei. Und zweimal. Und weil es so schön ist, könnt ihr dann auch gleich hier nochmal ein Flimflam raushauen. Du auch. Und, genau. Und hau auch gleich ein Skelett hinterher. Weil das andere verabschiedet sich sowieso gleich. Ja. Und du kannst schon mal vorangehen. So, hier scheint gerade keine Falle zu sein. Womöglich sind wir nach über 1000 Götterläufen die Ersten, die diese Hallen betreten. Was hier für Schätze verborgen sein könnten. Tja, gute Frage, was hier für Schätze verborgen sind. Wir können ja einfach mal hier reingucken. Und interessante Statuen, die da stehen. So. Egal. So, und weiter. Dann nehmen wir das hier auch natürlich mit und du darfst weitergehen. Und hier ist eigentlich wieder so eine typische Stelle für eine Falle, finde ich eigentlich. Aber kommt wohl keine Falle. So. Dann gehen wir mal weiter. Lalala. Ah, da haben wir eine Falle. Und auch ein paar Gegner, ein paar Skelette stehen hier. Okay.
So. Entschuldigung für den kleinen Frosch. Du wirst erstmal diese Falle entschärfen, bevor irgendwas anderes gemacht wird, weil ihr rennt da sonst gleich rein. Ah, das Skelett hat es natürlich ausgelöst. Also mein Skelett jetzt, sag ich. Und ihr greift dann jetzt an. So, du haust hier Guano. Ja. Gut, ich dachte eben gerade schon, du wärst schon wieder außer Gefecht gesetzt. So, und ich glaube, Skelette mögen kein Feuer. Ja, wie auch immer. Wir gucken dann mal, wie der Kampf sich hier entwickelt, weil ich gehe davon aus, dass die Skelette eigentlich leichte Gegner sein sollten. Auch wenn ich, na gut, stimmt, mein Skelett ist ja in diese Falle reingerast, deswegen hat er ja natürlich einiges an Schaden schon eingebüßt oder eingenommen, wie auch immer man das sehen will. So. Aber wollt ihr hier wohl langsam mal umfallen? Vielleicht solltet ihr euch doch wieder auf ein Skelett so beschränken, damit die so nach und nach dann abgefrühstückt werden, weil es hat ja keinen Sinn, wenn ihr immer nur jeweils ein Skelett annagt. Sag mal, Guano liegt ja schon wieder... Ach nee, er ist nur einfach umgeworfen. Ich dachte eben gerade schon, der liegt schon wieder am Boden. Das wär's natürlich. Ja. Ach so, ihr habt da noch ein Skelett und ich fange hier schon wieder an und will... Wo ist es denn? Da ist es. Nein. Da. Da, komm. Auf. Hau zu. Na also. Auf Video schon wieder keine Munition. Aber ich habe hier auch... Sag mal, warum ist denn da immer noch ein Skelett? Sag mal, was macht ihr denn hier? Klar, Fares hat keine Munition. Da werde ich jetzt erstmal etwas gegen tun müssen. Und ihr erstmal Munition wieder geben müssen. Ich weiß, ich sollte noch irgendwo Brandpfeile haben, glaube ich. Ich bin jetzt gerade auf Hashida. Ist ja kein Wunder, dass sie keine Pfeile hat. Das sind die Stacheln, das sind Pfeile. Okay, ich dachte, ich hätte noch mehr Pfeile. Super, das ist doch jetzt nicht euer... Ach, da sind, sind die Pfeile. So, das heißt, 7 Stück hat sie dann noch. Da hat sie 17 Brandpfeile nur noch. Das ist nicht viel. Und ihr habt sowieso... Doch, du hast Pfeile. Gut, okay, du kriegst die, gibst mal ab. Weil du brauchst die sowieso nicht. Entschuldigung, wegen dem kleinen Frosch am Hals. Und die Bolzen kannst du sowieso nicht gebrauchen, weil du keine Armbrust hast. Und du hast, glaube ich, auch keine Pfeile. Nee, leider nicht. Ich sollte mal langsam irgendwie dazu kommen, Pfeile herzustellen. So, wo sind denn die Pfeile jetzt schon wieder? So, aber ich habe dir auch eben gerade Pfeile gegeben. Achso, die hast du schon automatisch genommen. Gut, intelligentes Mädchen. Hin und wieder klappt das ja doch mal. So. So, noch ein paar ausgeblichene Knochen. Da haben wir Statuen. Gucken wir erstmal hier weiter, ob hier irgendwas ist. Da ist eine Truhe. Verschlossen. Aber dafür haben wir ja Guano dabei. So, komm. Dann öffne mal dieses Trüchen. Hat sogar eine Falle entdeckt. Und diese Falle solltest du jetzt erst einmal entschärfen, bevor dir die wieder irgendwas einfängt. Sama! Ist schon so eine Sache mit dem Fallen öffnen? Ah, Sumpfratzen, Heiltinktur und Heilmittel gegen... Morgendorn? Was ist denn das schon wieder? Auf den Pergamentenzettel, der an diesen Heilmittel gebunden wurde, wird deutlich in verklausulierten Altbosparano, dass eine Heilung innerhalb von 7 Tagen möglich ist, wenn man sich am Morgendornstrauch angesteckt hat. Was auch immer dieser Morgenstrauch. Naja, gut. Sumpfratzenheiltinktur. Mit diesem Rezept ist es möglich, aus dem schwächeren Heilsaft gegen die Folge des Morgendornstrauches das potenzielle Gebräu, nein, potente Gebräu herzustellen, mit dem man schon verwandelte Wesen kurieren kann. Also ich vermute mal, dass ich das Ding später brauchen werde. So, das nehmen wir jetzt natürlich. Und haben hier sogar einen Questgegenstand erhalten. So, den gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. Weil das ist, glaube ich, doch eine Quest, die wir noch gar nicht hatten, oder? Da, oder gehört das hier zu dem bosbaranischen Rezept? Nee, das hatten wir ja schon. So, das klicke ich auch mal kurz an. Das hatten wir ja auch schon. Sprich, mit der Rondra-Geweihten, das hatten wir ja auch schon. Ja, und wo ist das jetzt hier mit diesem bosbaranischen Rezept? Ist das doch das bosbaranische Rezept? Hm. Ich muss
muss ich das auch... Nee, das hatte ich doch schon eben gerade. Hä? Okay, wir gucken uns... Nee, das sind drei, genau. So, da. Und, so, das nimmst du jetzt erst einmal, weil du liest dir das nämlich jetzt hier auch durch. So, benutzen. Und du bist so überladen, du solltest mal ein paar Sachen abgeben. So, gib Vorgrimmer ein paar Ringe, der steht voll auf Ringe. Deswegen kannst du ihm ruhig ein paar Ringe geben. So, der Zaubertrank, den behältst du natürlich. Und den Säbel, den kannst du auch abgeben. So, und dann schauen wir mal weiter. Wir werden uns dann jetzt Richtung hier runter machen. Zu diesen nickischen Statuen. Ich vermute, dass das Statuen sind, die da so vor sich hinsabbern. Die sehen jedenfalls sehr interessant aus. Finstere Dämonenstatue, finstere Dämonenstatue. Okay. Sind jedenfalls mindestens zwei Gehörnte, aber ich glaube eher, dass das drei Hörnchen sogar sind. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich wieder einen kleinen Kampf ausfechten dürfen. Gehe ich mal fast davon aus, gegen finstere Dämonen oder was auch immer. Oder gegen irgendwelche Sachen, die hier aus der Tiefe rauskommen. Aber das werden wir erst das nächste Mal sehen. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und auf bald. Tschüss.